Frau bewahren das Wissen aus ganz alter Zeit. Auch der Wind kennt alles und berichtet's genau. Bist du zum Zuhören jetzt schon bereit? In der nächsten halben Stunde werden wir uns in dem von mir erfundenen Land Peak befinden, und zwar mittendrin. Denn dort ist das Buschblütental, dort lebt Sosaella und dort beginnt das Abenteuer. Weil Abenteuer immer mit dem ersten Kapitel beginnen, beginne ich auch mit dem ersten Kapitel. Vorsichtig lugte die Sonne über den Horizont. So vorsichtig, als ahnte sie, was dieser Tag bringen würde. Und doch begann alles, wie an jedem anderen Tag, seit Sirius, der inzwischen Alte, über das Land Peak herrschte. Sasaella Pimperlott, gellte ein Ruf durch das Buschblütental. So weit, so gut. Das klang noch ziemlich normal. Igitt, stell dich nicht so an. Aha. Was war da los? Übermütiges Kichern drang aus dem Haus am Ende der Malachitengasse. Neugierig ragte sich die Sonne weiter vor. Viel Neues sah sie nicht, denn das Haus lag abseits. Und da sich seit Jahren niemand mehr darum gekümmert hatte, war es überwuchert von wilden Achillesranken und hartnäckigen Weiberrotz. Trotz des matten Lichts war erkennbar, dass es sich um eine ungewöhnliche Behausung handelte. Die spärlichen Sonnenstrahlen fielen auf so etwas wie einen breiten Turm. Ein Turm, der sich in den Himmel schraubte und an dem winzige Türmchen, Giebel und Erker herauswagten. Zierliche Brücken führten von Fenstern und Türen scheinbar ins Nichts. Wie ein verliebter Regenwurm ringelte sich die Treppe um einen grünen Stamm. Kein Stein war zu sehen. Und es gab auch keinen. Das Haus war ganz und gar aus Bambus. Und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, denn wo sollen Bambuselfen sonst leben, wenn nicht in einem Bambuswald? Und das Buschblütental war ein Bambuswäldchen, direkt am großen See. Umgeben von riesigen Hecken und duftenden Blüten lag es an sanfte Hügel geschmiegt inmitten des Landes. Dennoch, dieses Haus war seltsamer gestaltet als die anderen Behausungen des Dorfes. Und auch darüber muss man sich nicht wundern, wenn man weiß, dass es das Haus eines Künstlers ist. Eines äußerst begabten Künstlers. Hier wohnt oder vielmehr wohnte, nicht nur jemand, hier wohnt oder vielmehr wohnte der berühmteste Geschichtenerzähler des Landes, Fabiosus Pimperlott. Alle Bambuselfen sind außergewöhnliche Geschichtenerzähler, aber Fabiosus Pimperlott war mehr als das. Er konnte Geschichten so erzählen, dass man glaubte, selbst in ihnen zu sein. Er hatte die Gabe, Geschichten zum Leben zu erwecken. Wenn Fabiosus Pimperlott von einer Erkältung erzählte, bekam man fürchterliche Halsschmerzen, musste niesen und legte sich mit einer Wärmflasche ins Bett. Aber vor allem war er absolut und unverbesserlich leichtsinnig. Und deshalb wohnte Fabiosus im Moment nicht in diesem Haus. Aber jemand wohnte darin. Und das war Sasaella Pimperlott, Fabiosus kleine Tochter. Jawohl, ganz allein. Kann man denn eine kleine Bambuselfe einfach so allein lassen, fragt ihr euch? Und das fragte sich auch der eine oder andere im Dorf, der schon Opfer von Sasaellas Streichen geworden war. Völlig verwahrlost, meinten manche. Eine ordentliche Tracht Prügel würde da schon helfen, verlangten andere. Aber das würden sie nie laut sagen, denn Sasaellas Onkel war ja ein gutes Blumental und den mochten alle. Und wenn seine Frau Jasmonella da unter strengen Blick hinzufügte, ach die arme Kleine, sie kann doch nichts dafür, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist, dann schämten sie sich und sagten erst recht nichts mehr. Sasaella hingegen bekam von diesem Aufruhr um ihre Person gar nichts mit. Sie hatte ganz andere Probleme. Als die Sonne ihre Deckung gänzlich aufgegeben hatte, flog plötzlich die Tür des Hauses auf und sie kam herausgestolpert, die berüchtigte Karkbande samt ihrer Anführerin. Sasaella sah an diesem Tag zum Fürchten aus. Ihre wilde Lockenmähne stand wirrer ab als gewöhnlich. In allen denkbaren Grüntönen schillerten die Haare im Mittagslicht.
Darunter blitzten übermütige grüne Augen hervor, so dunkelgrün wie der große See an seiner tiefsten Stelle. Ihr feines Gesichtchen war ebenso wie ihre viel zu groß geratenen Latzhosen und ihre alten Stiefelchen über und über mit Lehm und Ufer des großen Sees beschmiert. Kriegsgemahlin, so hatte Fintus das genannt. Fintus Blumenthal, Sasaellas bester Freund, zog in Fragen des täglichen Lebens gern Chief Canus zu Rate. Unbezwungener Held einer Abenteuerreihe, die auf billigem Papier gedruckt, seit einigen Jahren nicht wenig Furore im Buschblütental machen. Und zudem Fintus größtes Vorbild. In der Folge 27, Chief Canus und das Halbbuch Apanachi, hatte der Chief das Mittel der Kriegsbemalung eingesetzt, um seine Feinde in die Flucht zu schlagen. Das schien wahrhaftig eine wunderbare Sache. Begeistert hatten alle mitgemacht. Und jetzt sahen sie ganz schrecklich aus, so von oben bis unten mit rotem Lehm geschmiert. Auch auf ihre Gegner wirkt das so wirken, ganz schrecklich. Und das wollten sie nutzen, um zuzuschlagen. Für ihren Angriff hatten sie einen großen Vorrat an Lehmklumpen angelegt. Nicht umsonst war die Parkbande berüchtigt. Dies zeigte sich sowohl in dem Einfallsreichtum ihrer Anführerin als auch in der Gefolgstreue ihrer Leute. Daher würden sie gewiss auch heute wieder einmal gewinnen. Niemals würde Rufus K. so etwas einfallen. Zuversichtlich grinste Sasaella Fintus an. Der kleine, drahtige Kerl lief dicht hinter ihr, wie immer. Mit roter Erde angemalt sah sein Kopf aus wie ein schiefer Kürbis, dem jemand eine blaue Filzdecke aufgesetzt hatte. Ein Kürbis mit Sommersprossen allerdings. Und seine blauen Haare? Niemand sonst im Buschblütental hatte solche Haare. Im Schutz der Parkmauer schlich die kleine rote Schar zum Platz vor der großen Bibliothek. Der Einfachheit halber wurde er von den Bambuselfen halber auch der große Platz genannt. Eine andere Gruppe Bambuselfen stand dort unter dem uralten Bambus und lauschte ihrem Anführer. Rufus K. war groß für einen Bambuselfen. Seine Haare fielen ihm frech ins kluge Gesicht und hatten, ebenso ungewöhnlich, eher die Farbe von Schlickwasser. Alles zusammengenommen, ein hübscher Kerl. Die Hände lässig in seinen Hosentaschen drehte er sich in diesem Moment um und blickte die Straße hinunter. Der Unterhändler der Parkbande stand mit ängstlichem Blick auf der Mitte der Straße und wartete. Wen würde Rufus denn diesmal für das Ritual wählen? Rufus grinste breit. Was sollte das denn? So einen Kleinen mit großer weißer Fahne schickte sie. Der machte sich ja jetzt schon ins Hemd. Wollten die etwa gleich aufgeben? Nun, ihm sollte es recht sein. Mit einer Handbewegung entsandte er den dicken Cantus. Der war zwar ein bisschen blöd, aber sah aus wie ein zu knubbelig geratener Bambus. Aber allein seine Körpergröße war beeindruckend. Behäbig setzte Cantus sich in Bewegung. Lediglich ein dreckiges Taschentuch schwenkend. Rufus ärgerte sich. Das mit der Fahne sah irgendwie besser aus. Aber Cantus machte es durch Masse wieder wett. Was die beiden Unterhändler genau verhandelten, konnte Rufus natürlich nicht hören. Er sah nur, wie Cantus sich plötzlich umdrehte und ihn fragend anschaute. Rufus schüttelte den Kopf. Und bevor er überhaupt handeln konnte, spürte er etwas an seinem linken Arm. Erstaunt sah er Sasaella Pimperlott über das ganze rot verschmierte Gesicht lachend auf der Mauer stehen und erneut mit einem Dreckklumpen nach ihm zielen. Unter lautem Kampfgeheul kletterten flink weitere rotbeschmierte Bambuselfen auf die Mauer, um es ihrer Anführerin gleich zu tun. Der kleine Unterhändler hatte seine Fahne zu Boden fallen lassen und sich schleunigst hinter die Kampflinie zurückgezogen. Der dicke Cantus glotzte dämlich, während ihm die Dreckklumpen um die Ohren sausten. Es wäre ihm deutlich anzusehen, dass er sich im Moment nichts sehnlicher wünschte als ein großes Stück Kuchen. Der pippige Lubosch, dessen wassergrüne Haare speckig auf seinen schlapsigen Schultern hingen, hatte ein ebenso wassergrünes Hirn. Er schlug Rufus auf die Schulter und meinte bewundernd, »Wow, das ist mal eine coole Idee, Chef, warum fällt dir sowas nicht ein?« Widerwillig war Rufus selbst beeindruckt von Sasaella. Das war wirklich toll. Allerdings musste er nun um sein Ansehen als Bandenchef fürchten. Jetzt hieß es, hart durchzugreifen. Ihm blieb nichts anderes übrig als der Angriff. Und daher brüllte er, Angriff! Im Feuerhagel fliegender Dreckklumpen gerieten die Banden aneinander.
Was folgte, war eine erbitterte Prügelei, wie sie immer mal wieder zwischen den beiden Banden im Buschblütental stattfand und wie sie jeder kennt, der einmal in einer Bande war. Mitten im Getümmel drehte Sasaella sich suchend um. Sie hatte Findus verloren. Das war noch nie vorgekommen. Er war das Lieblingsopfer der Paarbande sozusagen, nicht zuletzt wegen seiner blauen Haare. Auch war er ein mageres Kerlchen und somit leichte Beute. Normalerweise blieb er daher dicht bei ihr. Da, sie hatte ihn entdeckt. Der dicke Cantus hatte ihn erwischt und zog ihn hinter sich her. Höhnisch grinste Rufus seinen neuen Gefangenen entgegen. Sasaella sah, wie Findus sich unter dem festen Griff von Cantus band und sich hilfesuchend nach ihr umschaute. Nun banden ihn Rufus Handlanger an einen dicken Bambusstamm. Sasaella rannte los. Die Wut ließ das Blut in ihren Ohren rauschen. Sie sah Rufus mit einem Messer die Knöpfe von Findus Hand abschnipsen. Dem liefen die Tränen über die Wangen. Und dann, oh nein, machte er sich vor lauter Angst und vor aller Augen in die Hosen. Rufus deutete auf Findus und seine Getreuen lachten laut auf. Von Weitem erkannte Sasaella, wie Rufus auf ihren Freund zutrat und ihm den Gürtel durchschnitt. Findus Hose rutschte bis auf die Füße. Die Qual des kleinen Kerls war so deutlich auf seinem Gesicht zu lesen. Wie konnte Rufus so gemein sein? Mit einem Satz war sie auf die Mauer gesprungen. Lass ihn sofort los, Rufus K., erscholl es wütend. Sie war selbst erstaunt, wie laut und böse ihre Stimme war. Sie erkannte sie kaum als ihre eigene. Rufus lachte nun. Ein wahrer Glücksfall, sie hatte nicht aufgepasst. Und hier hatte er ihren guten Freund, ihr Maskottchen. So konnte er seine Ehre wiederherstellen. Herausfordernd schaute er Sasaella entgegen. Ich sage dir ein letztes Mal, Rufus Kaff, lass Findus los, sofort. Ohoho, rief er ihr lachend entgegen. Sonst was, Sasaella Pimperlott. Ihre grünen Augen funkelten wütend. Die Fäuste waren in die Seite gestemmt. Breitbeinig und kämpferisch stand sie da. Es war eine Kraft in ihr, die sie bisher nie gespürt hatte. So, als wäre sie nicht allein. Ich schwöre dir, du wirst es bereuen. Lass ihn los, brüllte Sasaella außer sich vor Zorn. Und da geschah es. In ihr letztes Wort hinein erklang neben ihrem eigenen zornigen Schrei ein weiterer, weitaus wilderer Laut. Ein Laut, der das gesamte Tal erfüllte und weit über dessen Grenzen hinaus gehört wurde. Ja, das ist jetzt der Moment, wo verschiedene Dinge gleichzeitig im ganzen Land passieren. Viele sind aufgeschreckt durch diesen Schrei, alle hören ihn. Und es werden zahlreiche Geschichten erzählt, Gerüchte werden laut und immer wieder taucht ein Name auf, die Grüne Neune. Und Sasaella macht sich schließlich mit ihren Freunden auf den Weg, dieses Wesen zu finden, in der Hoffnung, dass die Grüne Neune ihr vielleicht im Kampf gegen Rufus K. helfen wird. Aber nicht nur sie macht sich auf, sondern auch noch jemand anders, nämlich der Herrscher des Landes. Und zwar Sirius, der inzwischen alt. Der Hauch sanfter Lüfte singt im Bambuswald durchs Buschblütental die friedvollen Lieder, doch wild der Schlachtruf junger Elfen hallt. Sasaella und Findus, sie kämpfen mal wieder.